Ach so, Moment. So, es ist 19.15 Uhr Frankfurter Winterzeit. Einen schönen guten Abend allen. Ich bin Julia Kromer im Senckenberg-Stab Wissenschaftskoordination, unter anderem zuständig für Transfer, verschiedene Veranstaltungen und die Vortragsreihen. Und ich begrüße alle herzlich zum Auftakt unserer neuen Vortragsreihe Museum for Tomorrow, die Praxis der Museen. Bevor wir gleich ins heutige Thema einsteigen, wozu ich dann an Dr. Brigitte Franzen übergebe, die Museumsdirektorin des Senckenberg-Museums, hier noch kurz einige technische Hinweise vorweg. Alle, die hier auf Zoom teilnehmen, stellen bitte Ihre Fragen direkt im Chat. Ganz dringende Verständnisfragen gerne während des Vortrags. Inhaltliche Fragen werden wir dann am Ende aufgreifen und gemeinsam diskutieren. Die Studierenden, die sich jetzt eingeschaltet haben, die eine Teilnahmebestätigung möchten, bitte ich, sich unbedingt mit Klarnamen anzumelden oder auch noch umzubenennen, damit wir sehen können, dass Sie auch da sind. Und hier wie immer noch der Hinweis, dass der Vortrag aufgezeichnet wird und anschließend im Senckenberg-YouTube-Kanal dauerhaft zur Verfügung steht. Sie können also gerne noch Leute einladen, Menschen einladen, die heute keine Zeit hatten, direkt dabei zu sein. So, und damit übergebe ich an Brigitte Franzen. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Julia. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite hier im virtuellen Senckenberg-Museum sozusagen und dem Museum for Tomorrow. Leider können wir uns nicht in echt sehen, aber umso toller, dass wir die Vortragsreihe eben virtuell abhalten können dieses Jahr. Sie haben es, glaube ich, fast alle schon gehört und gesehen und mitbekommen. Das Senckenberg-Museum feiert dieses Jahr seinen 200. Geburtstag. Und diesen Geburtstag haben wir unter das Motto Museum for Tomorrow gestellt. Das Motto beschreibt sozusagen sowohl eine Selbstreflexion, man könnte ein Fragezeichen hinter diesem Titel vielleicht auch stellen, und gibt aber natürlich auch die Frage nach dem Ausblick sozusagen mit im Titel. Wir haben im Museum 20 Objekte, eines für jedes Jahrzehnt markiert, und Sie können sozusagen eine Tour d'horizon anhand dieser Objekte durchs Museum machen. Und wir haben eine große Plakatkampagne gestartet, die überall in der Stadt auch zu sehen gewesen ist. Und in gewisser Weise den Höhepunkt und auch in einer Art Abschluss findet dieses Jubiläumsjahr mit dieser Vortragsreihe, die eben auch den Titel Museum for Tomorrow nennt, trägt die Praxis der Museen. 1821, genauer am 22.11. eröffnete das Museum Senckenberg Janum. Das heißt, wir feiern tatsächlich fast auf den Tag genau den 200. Geburtstag heute Abend. Und das freut mich natürlich ganz besonders, dass wir das mit einem Vortrag machen von Joachim Scholz unter dem Titel Der ferne Klang, das Frankfurter Senckenberg Museum von 1817 bis 1971 und was davon bis heute nachwirkt. Aber bevor ich Joachim Scholz vorstelle, wollte ich noch kurz die Reihe kursorisch vorstellen. Sie läuft von heute bis zum 23.03.2022, also über das gesamte Winterhalbjahr sozusagen. Und wir haben uns sehr spannende Themen ausgedacht und Themen aufgegriffen, die für heutige Naturmuseen, aber auch Museen im weiteren Sinne wichtig und interessant sind, um Ihnen eben einen Einblick in die Praxis der Museen zu geben, in die Museumsgeschichte genauso wie in die moderne zeitgenössische Museumsarbeit, aber natürlich auch mit dem Blick auf die Zukunft der Museen. Es geht unter anderem um die Entwicklungsgeschichte des Menschen und die Umsetzung einer solchen Geschichte im Museum. Das wird der nächste Vortrag sein. Dann gibt es einen super spannenden Vortrag von Carsten Wäsche über Collectomics, neue Sammlungsformen und neue Sammlungsformate
in der Forschung, aber eben auch mit der Frage verbunden, wie bildet sich das im Museum ab? Provenienzforschung, also die Frage nach der Herkunft der Objekte, wird eine ganz große Rolle spielen. Und dann auch das forschende Kuratieren, also was hat Ausstellungsmachen mit Forschung zu tun? Inwieweit ist Forschung Teil des Prozesses des Ausstellungsmachens? Nachhaltigkeit und Virtualität spielen eine Rolle. Die Frage der Dekolonisierung der Museen, die sich natürlich wieder auch auf die Sammlungen beziehen lässt, ist uns wichtig. Und wir werfen natürlich auch den Blick auf die Zukunft des Naturmuseums. Ganz zum Schluss wird Peter Weibel vom ZKM in Karlsruhe die Frage stellen, wie sieht denn das Naturmuseum der Zukunft aus? An dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank an alle Mitwirkenden vor und hinter den Kulissen und ganz besonders auch an Julia Kromer, meine Mitmoderatorin, die die Reihe konzipiert hat und ohne die das Projekt gar nicht möglich wäre. Und nun aber zu Joachim Scholz, unserem heutigen Vortragenden, den ich Ihnen gerne kurz vorstellen möchte. Joachim Scholz studierte an der Universität Hamburg Geologie. Er promovierte und habilitierte sich anschließend dort. Er arbeitete schon damals an Bryozoen. Das sind Moostierchen, ganz wunderbare, kleine, im Wasser lebende, sehr faszinierende Lebewesen, die Kolonien bilden. Er hatte eine Privatdozentur für Paläontologie in Hamburg inne und war Dozent an den Universitäten Hamburg und Oldenburg. Seit dem Jahr 2000 dann an der Goethe-Universität hier in Frankfurt im Bereich Paläontologie. Seit 1999 ist er Sektionsleiter am Senckenberg-Forschungsinstitut in Frankfurt und gleichzeitig Kustos, Kurator, also Sammlungsleiter für die Sammlungen rezenter, heutiger und fossiler Bryozoen, der besagten Moostierchen. Er war und ist in zahlreichen Projekten und Kooperationen aktiv, vor allem in Japan, Neuseeland, Australien und den USA und eben vor allen Dingen in den Themenbereichen heutiger und fossiler Bryozoologie. Aber auch Biodiversitätsstudien, Geomikrobiologie, theoretische Biologie und eben, und das ist für uns heute Abend so wichtig, die Geschichte der Wissenschaft sind seine besonderen Steckenpferde und seine Forschungsgebiete. Und dank seines letzteren Interesses leitete er seit über 15 Jahren mit enormem Engagement das Archiv der Senckenberg-Gesellschaft. Und wir sind jetzt sehr, sehr gespannt auf seinen Vortrag, der uns in die Ferne und dann doch wieder in die Nähe führen wird, denke ich. Lieber Joachim, the stage is yours. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Brigitte und Julia. Ist die Akustik soweit okay jetzt? Das ändert sich ja immer. Ich mache jetzt Freigabe für mehrere Teilnehmer gleichzeitig. Okay, mal sehen, ob ich das noch hinkriege. So, und wie man sieht, bewegt sich nichts. Moment. Ist da ja, Bildschirm freigeben, also nochmal. Genau, Bildschirm freigeben unten und dann das entsprechende Fenster auswählen. Genau. Und auf die Präsentationsansicht. Ja, und. Perfekt. Okay, dann muss ich jetzt nur die Ansicht hier nach links schieben. So, das oder weg. Ich drücke das mal noch nach unten. Gut, wie fange ich an mit dieser Ansicht von Austerlitz? Werden Sie unschwer erkennen, dass ich heute an dem Geburtstag beinahe der SGN oder der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, wie sie früher sich nannte, und dem tatsächlichen Geburtstag der Polytechnischen Gesellschaft sie erstmal nach Austerlitz entführe. Wir kommen zu diesem Ort und nach Böhmen auch gleich wieder zurück. Ich hoffe, dass ich Sie nicht zu sehr verwirre und kann Ihnen aber versprechen, wenn es lang wird, dass ich wie in Rachmaninows sinfonischen Tänzen immer schneller werde, je weiter es dem Ende zugeht, um sie am Ende ratlos zurückzulassen. Ein bisschen mit einem Problem fängt es ja schon an, nämlich damit,
Und ich hatte vorgehabt, das drastisch zu kürzen von 1817 bis zum Jahr 1912. Aber du, Julia, hast mich überredet, den Schlusspunkt in der Moderne, beinahe Moderne, also Jahr 1971, nicht ganz auszulassen. Schauen wir mal, wie weit wir kommen und wenden unseren Blick nach Süden. Und der Blick, der in die Ferne schweift und was sie in der nächsten Stunde erwartet. Erstmal ein kleines Vorspiel. Die Geschichte ist die Gefährtin meiner Nächte. Dann das Jahr 1912. Es ist vollkommen aussichtslos. Nebenbei gesagt, eine so komplexe Geschichte wie 200 Jahre Senckenberg chronologisch zu erzählen, von A nach B. Das geht nur in Schlaglichtern. Ob die Auswahl, die ich da getroffen habe, willkürlich natürlich funktioniert, werden wir sehen. Das Jahr 1912, dann der Löwensprung und ein Blick in die Napoleon-Jahre, Afrika und der Kaufmann, damit kann nur einer gemeint sein. Wer? Werden wir sehen, der bedeutendste Senckenberger aller Zeiten. Die Preußen, ambivalent wie das Leben, Vor- und Nachteile für Frankfurt und für Senckenberg insbesondere. Haus der Frage und der Antwort, eine Zitat aus den Drewermann-Jahren. Richter und Henker, die NS-Zeit wird, kann ich nur sehr, sehr kurz abhandeln. Denn das ist kein Thema, was man nebenbei machen kann, so im Vorübergehen. Und ich werde es im Wesentlichen, wie Sie sehen werden, mit einem Verweis bewenden lassen. Und der Mensch wird planetarisch denken. Das ist nicht etwa aus unseren Zeiten, wie ein Planet denken, heißt es seit kurzem, was aber auch schon älter ist, sondern es ist, was Frankfurt betrifft, ein Zitat von Wilhelm Schäfer aus den Jahren 70, 71. Eine Hälfte ist vergessen. Wir werden sehen. Und ein Schlusswort. Diese grau schattierten Bereiche sind diejenigen, die ich, als klar wurde, dass ich eine Stunde in einen Laptop rede, was für mich, was für Sie ermüdend ist und in Anlehnung an einer Formulierung aus Beautiful Mind, was schlimmer ist, es ist für mich ermüdend, dass die gekürzten Bereiche, okay, ich habe lange genug der Vorrede, Frankfurt. Das Bild zeigt natürlich nicht Frankfurt und den Main, hat aber einen Grund. Frankfurt es zeichnet sich dadurch aus, dass es mein geschätzter Kollege Frank Berger, der das alles viel besser als Historiker jetzt erklären könnte, wäre er hier, als ich dazu in der Lage bin, aus Frankfurt und der Nordpol. In Frankfurt gab es um 1600 ein genuines Interesse an den fernsten Ländern. Und das liegt unter anderem daran, dass Frankfurt Hort von Glaubensflüchtlingen, und zwar aus den Niederlanden und Frankreich, Hugenotten gewesen ist, die vor allen Dingen die Einwanderung aus den Niederlanden in einer Zeit, als drei von vier Schiffen auf den Weltmeeren die niederländische Flagge gehisst hatten, hatte in dieser Drehscheibe des Handels, beflügelt auch durch die Messe und den Austausch an Produkten, ein brennendes Interesse an Übersee geweckt. Und das fing schon sehr früh an. 16. Jahrhundert, Theodor de Brie, ein Kupferstecher, niederländischer Protestant, der hierher geflüchtet war und der damit begann, Reiseberichte zu illustrieren. Und das löste einen Boom aus.
Die Verlegerfamilie Debris hatte eine Nachfolgerin, die den Großvater bei weitem an Ruhm übertreffen sollte. Diese Dame hier, Maria Sibylla Merian, vielleicht eine der mit Abstand berühmtesten und vor allem die erste der Forschungsreisenden unter den Frauen. Die Jane Goodall des Jahres 1700, enorm einflussreich. Ihre Werke, da sie auch Illustratorin und Künstlerin war, wurden überall gelesen, auch von Carolus Linnaeus, dem Begründer der binären zoologischen Systematik. Trotzdem gibt es nur eine einzige Büste von ihr auf der Welt und die wurde 2003 auf Veranlassung des damaligen Direktors Fritz Steininger hergestellt und steht bei uns in dem nach ihr benannten Saal, den Merian-Saal, den wir auch noch wiedersehen werden. Damit sind wir schon ganz tief in der Geschichte. Ohne die Jahrhunderte 16, 17 und 18, ohne Theodor Debris, Maria Sibylla Merian und viele andere im Raum Rhein-Main, im Raum Frankfurt tätige Verleger, Illustratoren, Künstler, Sammler und Forscher wäre das heutige Naturmuseum vollkommen undenkbar. Es lohnt sich also, so ein bisschen tief hinabzugraben. Und eine Zeit, wo man Physiologie und Physik nicht trennte und auch nicht zwischen Kunst, Kultur und Natur. Das fing erst in der Goethezeit an und verstärkt dann mit Darwin. Darwin, ein Nachfahre, ein dieser Zeit der Einheit von Kultur und Natur, etwa dieses etwas borstige, struppige, wollige Mammut aus dem Permafrost der Geschichte. Modest Mussorgsky, der russische Komponist, der sich mit seiner künstlerischen Darstellung auf Charles Darwin berufen hat. Zurück nach Frankfurt. Wir brauchen, um solche Verbindungen zwischen Kultur- und Naturwissenschaften zu finden, nicht ganz nach Russland reisen. Da brauchen wir nur einen kleinen Spaziergang im Zentrum von Frankfurt an der Hauptwache zu unternehmen. Hat jemand mal auf diese Grabinschrift an der Katharinenkirche geachtet, die ich Ihnen gleich zeige? Die perfekt zeigt, wie das Leben zusammenhängt, wie es zwischen den Menschen, Tieren, auch den Menschen untereinander und Zeitzonen keine wirklichen Unterschiede gibt, sondern alles ein raumzeitreisender Bioblob ist, wie es der australische Autor dieser Grafik genannt hat. Wenn wir uns nun hier mal diese Grabinschrift anschauen, dann steht da Jobi, also Hiob, Hiob Ludolf aus Erfurt. Und mit diesem Hiob Ludolf fing ein anderes Kapitel an, ein Zeitgenosse der Frau Merian. Hiob Ludolf war der Begründer der Äthiopistik als einen ganz wesentlichen Aspekt der Afrikaforschung. Und er hatte die Geschichte Äthiopiens verfasst, wobei er auch sowohl Kultur als auch Natur, Tiere, Pflanzen versucht hat darzustellen und auch die Sprache. Und das hat er nicht alleine, sondern mit Hilfe und unter Anleitung eines äthiopischen Priesters namens Abba Gorgorios. Wahrscheinlich hätten sie all diese Bücher gemeinsam verfasst. Hiob Ludolf hatte ihn auf einer Italienreise bei einer Audienz im Vatikan kennengelernt. Tragischerweise kam Gorgorios bei einem Schiffsunglück ums Leben.
sodass Ludolf die Arbeiten alleine dann weiterführte, allerdings basierend auf dem, was Gregorius ihm gesagt hatte. Ein Lexikon der äthiopischen Sprachen, Amharisch und Altäthiopisch, der altäthiopischen Kirchensprache. Das ist für Senckenberg insofern von erheblicher Relevanz, als dass ein junger Kerl vor dieser Grabinschrift gestanden hatte und anfing, sich für Äthiopien und Afrika zu interessieren. Wir kommen auf den Namen noch, den Kaufmann und Forschungsreisenden. Ich will nicht zu weit vorgreifen. Der Tod von Gregorius im Mittelmeer beendete also die Planungen, Ludolf selbst in das Land der Königin von Saba und des weisen Königs Salomo am Horn von Afrika zu reisen. Vom fernen Süden träumen blieb dem Ort Frankfurt und den Menschen dort allerdings über Jahrhunderte treu, bis der größte Flughafen Deutschlands die Träume in Massentourismus und Zollabfertigung verwandeln sollte. Nun unternehme ich einen Riesensprung durch die Zeit in die Frühzeit des 20. Jahrhunderts. Du bist mir sofern das Jahr 1912, Arktis, Afrika, Herzog und Komponist. Im Jahre 1912 befand sich das Naturmuseum an der Viktoria-Anlage, heute Senckenberg-Anlage, an der Viktoria-Allee, Senckenberg-Anlage, und war 1,5 Kilometer entfernt von dem Opernhaus, wie es sich damals nannte, heute die Alte Oper. Am 18. August 1912 kam es hier zur Uraufführung des fernen Klangs von einem gewissen Franz Schreker, wurde vor einigen Jahren wieder aufgenommen. Uraufführung. Und hier schreibt er von der Sehnsucht eines Komponisten und schwer autobiografische Züge. Aller Liebe muss ich fliehen. Ein hehres Ziel schwebt mir vor Augen. Frei muss ich sein, dem weltfernen Klang folgen. Diese Oper war ein gewaltiger Erfolg und Schreker, der Komponist, dessen Familien aus Böhmen und aus der Steiermark kamen, wurde in Frankfurt stürmisch gefeiert, sodass die Hälfte seiner Opern hier aufgeführt wurde. Die Opern zeichnete sich durch polystilistische Elemente, afrikanische Trommeln, venezianische Musik aus. Allerdings war der Vater von Franz Schreker ein böhmischer Jude. Und das zusammen mit den Stilelementen aus fernen Weltregionen löste heftige Antikörperreaktionen aus, vor allem in Berlin. 1920 hatte Schreker eine Direktorenstelle an der Berliner Akademischen Hochschule für Musik, der heutigen Universität der Künste, angenommen. Und kaum das Direktoriat angetreten, wurde ihm vorgeworfen von einem eigenen Schüler hier, dass der Makel keine Nationalität, italienische, französische Einflüsse, bla bla bla. Und vielleicht ist das sein Todesurteil. Der Schreiber dieses sollte auf schreckliche Weise Recht behalten, denn Schreker überlebte den Nationalsozialismus gerade um ein Jahr und verlor schon vorher ab 1931 seine Posten in Berlin und ab 1932 stürmte die SA seine Opernaufführungen und machte sie unmöglich. Der Nationalsozialismus kam nicht aus dem Vakuum des Weltalls, das ging schon vorher los. Und damit haben wir Licht und Schatten, bereits einige Leitmotive dessen, was ich Ihnen jetzt erzählen will. Eine Welt,
Leitmotive einer Welt, in der das Senckenberg hinein auskristallisierte und auf die es reagierte, gefunden. Beiträge jüdisch und jüdischstämmiger Bürger zum Kulturleben, speziell in Frankfurt, aber auch in Senckenberg. Senckenberg hat teils jüdische Wurzeln. Gegensätze zwischen Frankfurt und Berlin, am Beispiel der Schreker-Rezeption kurz umrissen. Kommt noch mehr. Frankfurt und Senckenberg, Bürgergesellschaft, eine Resonanz historischer Tiefenzeit und die, wie sich diese Zyklen der Geschichte auf die Eigenzeiten des Hauses Senckenberg überprägt haben. Tiefenzeiten, Resonanz, erstmal eisig kalt, aber nur ganz kurz. Oft und gern wird Alfred Wegener genannt, der am Dreikönigstag des Jahres 1912 im großen Hörsaal des Senckenberg-Museums die Theorie der Kontinentalverschiebung vorgestellt hatte. Vor kurzem ist bei Inventarisierungen dieses Foto aufgetaucht. Ich habe buchstäblich ein Jahrzehnt nach so etwas gesucht. Es zeigt, wie die Hörsäle von Senckenberg einmal ausgesehen haben. Der große Hörsaal wurde im Krieg zerstört, im Zweiten Weltkrieg, und ist nicht erhalten. Ehemals Poststelle, heute eine Garderobe. Der kleine Hörsaal, um den es sich hier wahrscheinlich handelt, aber ich bin mir nicht ganz sicher, inzwischen eine Zwischendecke eingezogen, heute der besagte Merian-Saal. Ein Seniorkollege erzählte mir mal, dass im kleinen Hörsaal Theodor Heuss Vorlesungen zum Staatsrecht gehalten habe, und zwar als Gangwort im Zweiten Weltkrieg planiert worden war, und dass 1928 im Zuge des sogenannten Neuen Frankfurt, vielleicht kommen wir da noch hin, erbaute und unzerstörte IG Farben-Gebäude aus diesem Grund eben Sitz der amerikanischen Militärverwaltung geworden war. Und dies der einzige Hörsaal in ganz Frankfurt war, der noch offen zugänglich war. Ich habe diese mündlich tradierte Geschichte nirgendwo niedergeschrieben gefunden, bislang. Zurück zu Alfred Wegener, der Polarforschung. Warum hier? Natürlich Debris. In dem dritten Band der India Orientalis posthum 1599 veröffentlicht wurden die Ergebnisse, die drei Berichte der Barents-Expedition in den Arktischen Ozean veröffentlicht. Später wurden in Frankfurt auch Berichte der Stella-Expedition, Bering, Kamtschatka, die Originale auch der Stellerschen Seekuh in Frankfurt hinterlegt. Frankfurt war ein Hort der Polarforschung. Dazu schauen wir später ins Jahr 1865, wenn ich es nicht vergesse. Es war kein Zufall, sondern Wurzel tief im Boden dieser Erde, die von Geschichte durchtränkt ist. Nun aber von der Kälte wieder zurück in den Süden. Berlin, das Stichwort fiel schon so ein bisschen antagonistisch. Frankfurt, Berlin. Ich habe bei Schreker ein bisschen übertrieben, was im Fallbeispielen ja, aber wenn wir auf die höchsten politischen Kreise jetzt gehen, war die Trennung zwischen dem Haus Hohenzollern generell und auch dem Hochadel und Senckenberg keine allzu deutliche. Die Protektorin war niemand geringer als die Ehefrau von Kaiser Wilhelm II. Und Stichwort Hochadel, der hat hier ebenfalls seine Spuren hinterlassen für eine freie Reichsstadt. Und eine freie Stadt nach 1815, die als Republik galt, das werden wir nachher etwas relativieren, schon eine Merkwürdigkeit.
im Jahr 1912 als Schreker der Uraufführung beiwohnte, mit wenigen Monaten Abstand, wurde hier eine Rede gehalten und begleitet von einer Ausstellung der Deutschen Kolonialgesellschaft. Die Rede hielt dessen Präsident, ein gewisser Adolf Friedrich zu Mecklenburg. Eines von den Schlitzohren, die es schafften, alle politischen Umstürze zu überleben und immer oben zu schwimmen. Im Fall des sogenannten Afrika-Herzogs, Kaiserreich, Weimarer Republik, Drittes Reich und schließlich Berater des Auswärtigen Amtes und Konrad Adenauers in Afrika. Der Herzog belieferte Senckenberg reichlich mit Präparaten für die Sammlung und der Direktor Otto zur Strasse unterhielt ausgezeichnete Kontakte zu ihm. Zum korrespondierenden Ehrenmitglied ernannt, eine Ehre, die vor ihm nur zwei weitere erhalten hatte, brachte der selbsternannte Afrika-Forscher der Herzog so wertvolle Objekte mit wie dieses Okapi aus dem zentralafrikanischen Regenwald. Er war ab 1912 Gouverneur von Togo und hatte somit auch die Möglichkeiten und die Machtmittel, solche Präparate für uns zu besorgen. Hier ist eindeutiger Handlungsbedarf in Sachen kolonialer Erforschungsgeschichte gegeben. Und zwar auf zwei verschiedenen Gebieten der Zeit des Imperialismus und des Hochadels. Ein Wort zum Hochadel. Was bedeutet das? Der Hochadel hatte eine herausgehobene Stellung innerhalb des Adels, was auch die Weimarer Zeit bis ins Dritte Reich hindurch gewährt hat. Und hochadelig waren solche Familien, die zum Zeitpunkt der Auflösung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation 1806 ein souveränes Territorium regiert hatten. Das war dann bei dem Herzog von Mecklenburg und dessen Familie bzw. dessen Ahnen der Fall. Die Kooperation mit solchen Leuten ermöglichte Senckenberg Zugang zu Geld, finanzaufwendigen Forschung, Sammlungserwerb, hatte aber auch gewisse Nachteile, dass man sich gewissen Eitelkeiten und Bedürfnissen, in diesem Fall speziell des Afrika-Herzogs nach Selbstinszenierung, ein bisschen unterwerfen musste, was der Professionalisierung der Forschung im Wege gestanden haben mag. Der Herzog hat sich aber, wie Diebold 2019 schreibt, meistens durchgesetzt. Im allgemeinen Zusammenhang, nicht in Bezug auf Senckenberg. Der andere Handlungsbedarf ergibt sich in der Zeit vor dem eigentlichen Hochimperialismus, die Zeit der freien Stadt Frankfurt vor 1866. Und hier wird aus dem Jahresbericht der SNG aus dem Jahre 1912 ein Name, den ich bisher nur angedeutet habe, erwähnt, nämlich Eduard Rüppel. Die Giraffen Eduard Rüppels, die heute nicht mehr erhalten sind und die er aus dem Kordofan mitgebracht hatte. Auch Rüppel ist mit seinen Forschungsreisen nach Afrika ohne Kolonialismus nicht denkbar. Allerdings handelte es sich in diesem Fall nicht um ein europäisches, sondern um ein afrikanisches Kolonialreich. Sehen wir gleich. Damit, wir sind gleich bei Rüppel. Ich möchte nur die Zeit in Anlehnung einer Formulierung von Golo Mann über Wallenstein, die Zeit, in der er leben musste, die Zeit, in der Rüppel
erleben musste, ihn ein bisschen umreißen. Denn wenn wir in unsere Chroniken schauen, die Mutter aller Chroniken ist immer noch Waldemar Cramer 1967. Ein ausgeprägtes, detailreiches Werk, absolut unentbehrlich, Chronik der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft. Aber wir brauchen, es hat alle Vor- und Nachteile einer Familienchronik. Detailreichtum, aber nicht unbedingt Unterscheidung, was wichtig ist und was nicht wichtig ist, wie es in Familienchroniken. Und Cramer ging absolut auf in der Familie Senckenberg, so üblich ist. Manchmal ergeben sich Konturen und Schönheit nicht nur in den Details, sondern auch aus der Ferne. Schönheit in der Distanz, wie die Impressionisten meinten. Ich versuche mal einen sehr distanzierten Blick auf das Senckenberg zu werfen. Ich bin ja auch kein Frankfurter, sondern Nordstaatler. Das ist aber hier nicht der amerikanische Bürgerkrieg, sondern der Pratzen Austerlitz. An diesem Ort entschied sich die Geschichte Frankfurts. In Böhmen, genauer gesagt, pardon, schlagt mich nicht, wenn ihr aus dem Land kommt. Ich meine natürlich Mähren. In der Nähe von Brünn. Die militärischen Operationen tun hier nichts zur Sache, nur das Ergebnis. Brigitte, du hast Bryozoen erwähnt. Hier sehen wir die einzige Bryozoen in dem ganzen Vortrag, und zwar in dem Bruchstein, aus dem die Friedenskirche, das Friedensdenkmal auf dem Pratzen gebaut ist. Hier sagte Napoleon, diesen Krieg werden wir mit einem Blitzschlag beenden, und durchbrach das Zentrum der alliierten Linien, Österreicher, vor allem Russen. Und die Leichen der Gefallenen, die Knochen kamen noch Jahrzehnte zum Vorschein unter den Flügen, sodass man sich entschloss, im Jahre 1912 ein Monument des Friedens hier zu errichten. Überschrieben ist es mit einem Zitat aus dem Buch Jesaja, Interfecti me resurgent, die Toten werden leben. Zwei Tage nach dem Massaker traf Napoleon mit dem guten Kaiser Franz, wie es in einer Hymne hieß, die später Grundlage der Hymne der Bundesrepublik Deutschland wurde, Gott erhalte Franz den Kaiser, traf mit dem letzten Kaiser des Heiligen Römischen Reiches zusammen. Und der Kaiser, der später Schwiegervater des französischen Kaisers wurde, was die beiden nicht daran hinderte, auch weiter Krieg zu führen gegeneinander. Dafür, dass Österreich für napoleonische Verhältnisse nur geringfügig barbiert wurde, musste Kaiser Franz etwas geben, und zwar die Niederlegung der Kaiserkrone. Er wandelte sich nun von Kaiser dem Franz dem Zweiten des Heiligen Römischen Reiches zu Kaiser Franz dem Ersten von Österreich. Napoleon hatte nie seine Herkunft in den Familienkriegen in Korsika abgelegt und hatte ab und zu eine derbe Ausdrucksweise. So nannte er das Heilige Römische Reich eine alte Hure, die es genau gewohnt sei, von alles und jedem vergewaltigt zu werden. Und dabei kam Frankfurt, die freie Reichsstadt, unter die Räder. Die Karte ist ein bisschen vereinfacht, bläulich die gewaltigen Gebietsgewinne der Frankreichs. Das sehen wir in der Detailansicht ein bisschen genauer. Trotzdem brauchen Sie eine Lupe, Frankfurt überhaupt zu erkennen.
Ich will jetzt nicht, das wird ja eingestellt und Sie können sich das später nochmal angucken, Zeit damit verlieren, mit dem Mauszeiger auf dieser verworrenen Karte herum zu wuseln. In Violett sehen Sie links ein sogenanntes Großherzogtum Frankfurt. Da der Kurfürst von Mainz sein Amt verlor, dann keine Kurfürstenwürde ohne dem Kaiserreich. Er aber ein treuer Gefolgsmann Napoleons war, gab man ihm etwas. Und zwar wurde er Fürstprimas des Rheinbundes und Großherzog von Frankfurt. Die, wie alles im Leben ist das nicht schwarz und weiß, sondern Schattierungen von Grau, was Frankfurt eintrifft. Frankfurt verlor seine Souveränität. Andererseits war der Großherzog von Frankfurt, Dahlberg, ein im Rahmen nach den Maßstäben seiner Zeit aufgeklärter Monarch. Er förderte die Gleichstellung der Religion in der vorher streng orthodox-lutherisch beherrschten Stadt, zunächst die Reformierten und dann die, und die Katholiken. Er strebte aber auch eine Rechtsgleichheit für die in der Judengasse eingepferchten jüdischen Mitbürger an, schrittweise. Ganz fertig wurde er nicht. 1813 wurde das sogleich wieder aufgehoben. Aber es gelang den Frankfurter Bürgern, den Vollbürgern, was das ist, sehen wir auch gleich, nicht die, ganz die Reformation in Dahlbergs mit zurückrudern aufzuheben. Nicht nur die Gleichstellung der Religionen, und jetzt wird es für Senckenberg relevant, er hatte auch die Gründung einer Universität im Blick. Erst als Lyceum Carolinum, nach französischem Vorbild. Lyceum war so ein Mittelding zwischen Gymnasium und Universität, woraushin dann eine Karls-Universität Aschaffenburg entstand, nach französischem Vorbild dezentral organisiert. Klingt das nicht modern? Senckenberg als dezentral orientiertes Naturmuseum und Forschungsinstitut an vielen Standorten. Eine medizinische Fakultät wurde in Frankfurt angesiedelt und weil sie von Dahlberg kam und der Napoleonzeit gleich wieder aufgelöst, 1813. Der Deutsche Bund. In den Zeiten des Wiener Kongresses 1814, 1815 war übrigens Goethe letztmalig bei zwei Reisen in seiner Heimatstadt. Frankfurt erlangte die Souveränität wieder als eine von nur noch vier freien Städten. Nicht mehr freie Reichsstadt, freie Stadt Frankfurt. Die anderen waren die Hansestädte Lübeck, Bremen und Hamburg. Es waren 1803 noch 51 gewesen. Und schauen Sie sich mal die Karte an. Diesen kleinen roten Pups in der Mitte, das ist Frankfurt. Und sehen Sie dieses blaue Meer? Die Frankfurter dürften sich gefühlt haben wie dieser Hamster vor der Katze. Eingekeilt in dem preußischen Flächenstaat, dessen territorialer Appetit wohlbekannt war. Bismarck war über 10 Jahre Deputierter Preußens in der Paulskirche und erlebte die wechselseitigen Ressentiments zwischen Frankfurt einerseits und den Preußen andererseits hautnah mit. Die Preußen sollten sich fürchterlich rächen. Ganz so weit sind wir aber noch nicht. Nun, was machte das mit Frankfurt? Frankfurt war nicht mehr Stadt der Kaiserkrönung und hatte trotz der Wiedererlangung der Souveränität einen kolossalen Bedeutungsverlust. Wie kompensiert man so etwas?
militärisch war da natürlich und so an einem kleinen Ort nichts zu machen. Man investierte in Kultur und Handel. In einer Version der biblischen Schwerter und Pflugscharen wurde der Helm zum Bienenkorb. Am 24. November 1816 mit herzlichen Grüßen an Volker Moosbrugger, deren jetzigen Präsidenten, und Glückwunsch, Gründung der Polytechnischen Gesellschaft. Die Bienen waren nicht mehr Bienen des Krieges, denn die goldenen Bienen waren in den Bannern der vier Regimenter der alten Garde Napoleons, sondern wurden nun zu fleißigen Bienen, wie Volker Moosbrugger am Sonntag, die fleißigen Bienen. Ich weiß nicht, was Sie davon halten. Der Verweis zur alten Garde. Ich meine, das ist kein Zufall. 1813, das ist nicht weit zurück, drei Jahre vorher, ziemlich genau drei Jahre im Oktober 1813, sind die französischen Truppen mit Napoleon, der Garde vorneweg, letztmalig durch Frankfurt gekommen. Und Napoleon hatte im Oktober 1813 in Frankfurt noch einmal übernachtet. Jeder Frankfurter kannte dieses Banner. Nun heißt, dass Frankfurt weitgehend ohne Waffen war, nicht unbedingt, dass Frankfurt, es in Frankfurt friedlich zuging. Denn der Streit mit Schwert, Gewehr und Degen passt nicht zu Frankfurt. Der Streit im Wort und Feder hingegen schon. Am 22. November 1817, Brigitte erwähnte es, die Gründung der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft von 17 Bürgern, nicht 32, wie oft geschrieben steht. Dazu in wenigen Sekunden. Die SNG entstand als Abspaltung von der Polytechnischen Gesellschaft. Und im Streit, der durch die Dr. Senckenbergische Stiftung, die das Bürgerhospital verwaltet und einiges mehr, mühsam geschlichtet werden musste. Die Rebellen, ich nenne sie mal die glorreichen Sieben, der Kern der Abspalter, waren auch Gründungsmitglieder der Polytechnischen. Und die beiden Anredelsführer hießen Philipp Jakob Kretschmer. Jeder Senckenberger kennt diesen Namen, zweiter Direktor. Wäre in der Rolle etwa dem heutigen Generaldirektor vergleichbar. Und Johann Georg Neuburg. Womit wir bei den jüdischen Wurzeln sind, oder jüdischstämmig. Jüdischstämmig meine ich in Anlehnung an Wolfgang Clausewitz, einem meiner illustren Vorgänger in dem Interesse für Geschichte und Ehrenmitglied der Zoologischen Gesellschaft von Israel, der sich sehr dafür eingesetzt hatte, für die Wahrung dieser jüdischen Wurzeln. Und ich bin stolz, ihm ein bisschen da folgen zu können, darauf. Neuburg war ein konvertierter Jude. Anders hätte er im Jahre 1817 überhaupt keine Ämter bekleiden dürfen. Und dank eines Projektes der Kollegin Corinna Ganon von dem Kunstgeschichtlichen Institut der Goethe-Universität und der Dr. Senckenbergischen Stiftung, mit der ich gerade korrespondierte, die hier gewesen ist und ein Buch über die Provenienz all dieser Objekte, die mit der Stiftung in Zusammenhang stehen, schreibt, das kurz vor dem Abschluss ist, konnten wir zweierlei herausfinden. Erstens, dieses Gemälde hier ist Kretschmer und nicht Sömmering, dem es zugeschrieben worden war, tatsächlich Kretschmer. Und was einige Fragen zur Provenienz aufwirft und wie es in unserem Besitz gekommen ist, auch ein bisschen Brisanz dahinter, aber ich will dem Buch von Frau Ganon da nicht vorgreifen, das wird sie selber verkünden.
Und das andere, was ich mit Ihrer Einverständnis, Frau Gannon, vielleicht schon mal erwähnen darf, wir haben vielleicht die Totenmaske Neuburgs im Archiv gefunden. Sie wurde immer Johann Christian Senckenberg zugeschrieben. Das passt aber von der Physiognomie nicht. Gucken Sie sich das Gesicht mal genauer an und dem meines Wissens einzig überlieferten Bildnis von Neuburg. Hier ist ein bisschen forensische Anatomie noch gefragt, die noch aussteht und die wir im Augenblick mit den Kontaktbeschränkungen nicht machen können. Aber die Nase, der Oberbiss, das ist doch ziemlich charakteristisch. Ich bin fast sicher. Wie kam es zur Sezession der SNG? Ich habe den Vorgang erwähnt, aber nicht den Grund. Und warum wurde die SMG auf 32 Gründungsmitglieder erweitert? Das ist ein Propagandatrick. Da wurden so hypothetische Gründer. Ein Jahr später wurden 15 Bürger, die dafür auch gezahlt haben, aber das war vielleicht nicht der Hauptgrund, aufgenommen und nachträglich zu Stiftern erklärt. Unter ihnen ein gewisser Eduard Rüppel. Und einige mehr, wie etwa Sömmering, den ich schon erwähnte, aber aus Mangel an Zeit jetzt nicht näher behandeln kann. Wieso ausgerechnet 32? Im März 1817 waren 31 Mitglieder der Polytechnischen Gesellschaft aufgenommen worden, die mit Naturwissenschaften nichts an Hut hatten, sondern nur mit Handel und Patenten, wasserdichte Hüte. Sowas wie in der Chronik von Lerner der Polytechnischen nachzulesen ist. Ja, indem man jetzt 15 weitere aufnahm, zog man mit 32 den Polytechnikern nahezu gleich. Und wir müssen uns, wenn wir uns in die Zeit eintauchen, zurückversetzen, so als wären wir gegenwärtig, was natürlich nicht ganz stimmt, dem können wir nur nahe kommen. Es war eine orthodox-lutherische Gemeinde der Bürger, die sich gerade nach den Reformen der Dahlbergzeit wieder restaurierte. Und die Bibel kannte jeder auswendig von denen. Das Buch 32, Kapitel 32, Buch Exodus Mose, steht für den Tanz um das goldene Kalb. Dem Kampf zwischen Moses und Aaron und dem Exodus. Und genau darum ging es bei der Abspaltung. Ich kann es nicht beweisen. Vielleicht findet man im Archiv irgendwann mal was Konkreteres. Ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Es ist aber nur eine Mutmaßung. Ich bin ja auch kein Historiker. Was allerdings ganz sicher ist und auch aus berufenem Munde geschrieben, nämlich Ayako Sakurai, Science and Society in Frankfurt am Main, die aus großer Distanz als Japanerin eine der besten Chroniken unserer Gesellschaft geschrieben hat. Ganz anders als Kramer, viel weniger detailreich, dafür aber auf wesentliche Punkte konzentrieren. Wie heißt es in Dancing with Wolves, Standing with a Fist? Es war eine erhobene Geste von einem, der ganz klein war, nach außen. Wir sind auch noch hier. Wir haben Kultur und wir haben uns alles als freie Bürger, anders etwa als ihr Preußen, selber erarbeitet. Und so erwählte man Johann Christian Senckenberg, der ansonsten mit der Gründung der Gesellschaft eigentlich direkt nichts zu tun hatte, denn er war schon lange tot, als Modellbürger zum Namenspatron. Senckenberg war einer, der sein gesamtes Vermögen zum Wohle der Stadt ausgegeben hat. Und das Bürgerhospital, ein Naturalienkabinett, ein Haus für das Naturalienkabinett konnte er nicht mehr vollenden, weil er bei einem Unfall, dem Fallsturz vom Dach, ums Leben kam. Noch ein Punkt, wieso die Bürger... Und dazu muss ich den Bürgerbegriff erklären, denn er ist absolut nicht identisch mit dem Bürgerbegriff unserer Tage, so wie die Demokratie von Athen absolut nicht identisch ist
mit der Demokratie der Bundesrepublik. Es war für die Bürger eine Ehrenschuld zum Wohle des zum Wohle des Gemeinwesens zu geben. Und das hatte eine Ehrenschuld bis heute in der Tradition fortwirkt. Und das, dazu braucht man sich nur die Zahlen ansehen. 1815, beim letzten Besuch Goethes in Frankfurt, gab es 4.866 Bürger, die volle Bürgerrechte hatten. Das waren aber nur 11% der Einwohner. Der Rest, etwas über 40.000, waren Beisassen und Juden, Bürger ohne Bürgerrechte. Nur Vollbürger durften reisen, wohin sie wollten, Handel treiben und heiraten, wen sie wollten. Das war 1864 noch nicht viel besser. Da war die Stadt zwar kurz bevor die Preußen kamen doppelt so groß, aber Vollbürger waren nach wie vor nur kaum über 11%. Diese zahlenmäßig unterlegenen Vollbürger mussten natürlich ein bisschen was tun, damit sie ihren Status behalten konnten und damit man sie nicht aus ihren Willen zerrte. Es war also, es gab also damals einige freie Bürger, die ein bisschen freier waren als andere. Ambivalenz, eine Klassengesellschaft einerseits, aber andererseits diese enormen Geldsummen, die da geflossen haben, haben die Kulturmetropole Frankfurt zu dem gemacht, was es heute ist. Und so bitte ich die vergangenen Worte keinesfalls als Kritik zu sehen. Wie schrieb der Prinz Afar Wosn Asarate, erster Asylbewerber aus Äthiopien und heute Frankfurter Bürger, in einem seiner Bücher: Man kann von Menschen nur erwarten, was sie geben können. Was gegeben wurde, sehen wir hier, das Museum Senckenbergianum, das ein Naturmuseum, im Jahre 1906, da waren die Senckenberger schon im Umzug befindlich, in ein viel größeres Gebäude an der Viktoriaallee, und der Erweiterungsbau war von besagtem Rüppel finanziert worden. Der nicht anwesende Herr Rüppel, zu dem wir noch kommen müssen. 1821, nur drei Jahre nach Gründung der Gesellschaft, eröffnete es seine Pforten. Da kann sich der Berliner Großflughafen, wenn ich als Sekundärfrankfurter mal eine Faust gegen Berlin schütteln darf, kann sich der Großflughafen nur ein Beispiel dran nehmen. Nur drei Jahre, dann schon Eröffnung und erste Führung durch die Sammlungen. Eduard Rüppel, dem habe ich eben vorweggegriffen, ab 1829 mit der Dr. Senckenbergischen Stiftung ausgehandelt, ein Vertragsverhältnis. Wir werden häufig mit der Stiftung verwechselt, dabei sind wir ganz unterschiedlich, aber in Symbiose. Der Grund und Boden gehört der Stiftung, die Häuser drauf uns. Und wir arbeiten, und das läuft reibungslos seit 200 Jahren in enger Symbiose. Schauen wir noch mal kurz, bevor wir es verlassen, in das alte Senckenberg-Museum. Erinnert ein bisschen an ein Rilke-Wort über den Tod des Dichters. Es lag offen wie die Frucht, die an der Luft verdorrt. Die Sammlungen waren dem Licht ausgesetzt und es gab keine Trennung zwischen Forschungs- und Schausammlungen. Das kam erst sehr viel später, nämlich nach dem Umzug 1907. Wir sehen in den Bildern von 1906 nochmals die Giraffen, Kordofan-Giraffen Rüppels. Und nun kann ich es nicht länger hinauszögern, diesen Herren, der Ihnen
vorzustellen. Ein Bildnis aus dem Jahre 1866 in quasi napoleonischer Geste. Allerdings wurde er nicht mit Napoleon verglichen, sondern von meinem Freund und Kollegen Frank Berger, den ich Ihnen in anderen Zusammenhang schon erwähnte, in einem exzellenten Beitrag über Eduard Rüppel aus einem Buch des Historischen Museums Frankfurts über Sammler und Stifter. Er wurde als der Humboldt Frankfurts bezeichnet. Frank, du hast vollkommen recht und andererseits auch wieder nicht. Ich werde gleich ein bisschen widersprechen. Aber nach außen hin spricht alles dafür. Wenn wir die Lebensdaten Alexander von Humboldt, Rüppel mal miteinander vergleichen. Beide waren steinreich, anfänglich, gaben aber ihr gesamtes Geld, ihr ererbtes Vermögen für die Forschung aus. Beide waren Autodidakten. Wurden uralt, 90 Jahre. Das war für damalige Verhältnisse enorm. Beide stammen von Hugenotten ab, von Glaubensflüchtlingen aus Frankreich. Beide wuchsen als Waisen auf. Rüppel war mit 17 Jahren Vollwaise. Beide heirateten nicht. Bei beide fingen an mit Mineralogie in ihrem Interesse für Naturkunde und beide hatten den gleichen Lehrer in Astronomie und Geodäsie in Italien, nämlich Baron Franz von Zach. Damit hört es aber auch schon auf. Es gibt nämlich einen kleinen, aber ganz wesentlichen Gegensatz. Der Biograf Rüppels Robert Mertens, in dieser Zeit Senckenberg-Direktor, beschrieb Rüppel als einsamen, ohne Freunde. Rüppel war kein Adeliger. Jetzt sind wir beim Stichwort Adel und Hochadel. Vielleicht ist das auch der Grund, warum sein Erzfeind und Rivale Fürst Pückler aus Bad Muskau bis heute Pücklergärten immer wieder genannt wird, eben auch als Afrikaforscher, obwohl er da eigentlich nicht viel zu Wege gebracht hat, außer ein paar schönen Bücher, ganz anders als Rüppel. Aber er war mit dem Fürsten Hardenberg ganz oben als Schwiegervater mit den Hohenzollern vermählt. Und bei Alexander von Humboldt ähnlich. Der kletterte war noch eine Stufenleiter höher. Zwar starb Alexander von Humboldts Vater früh, aber er hatte keinen geringeren als Taufpaten, als den Preußenkönig. Und auch nachdem er sein gesamtes Geld für seine Reisen und Forschungen ausgegeben hatte, fiel er weich und trocken. Rüppel war dagegen zeitlebens stolz darauf, alles selber mit seinem ererbten Vermögen finanziert zu haben. Das war für Rüppel ganz, ganz enorm wichtig, diese Reisen. In den Reiseberichten steht drunter Reiseberichten aus dem Sudan und Reiseberichten aus Abyssinien, dass er es mit eigenem Geld gedruckt habe. Als er Direktor wurde 1840, ging er sofort daran, Kretschmer, den Namen erwähnte ich schon, zu schassen und aus dem Senckenberg zu vertreiben. Und die Begründung, Kretschmer habe unredlich gehandelt, weil er sich für seine Vorlesungen Honorar hat auszahlen lassen. Lange Geschichte. Rüppel war nicht ganz ohne, streitsüchtig. Ich habe an Rüppel an anderer Stelle hier schon einen Vortrag gehalten und will es so kurz wie möglich machen und mich nicht so sehr mit der Biografie jetzt aufhalten. Aber der Kolonialismus erwähnte ich schon. Rüppel drang als erster Europäer in den Kordofan vor.
Alfred Brehm in seinem eigenen Sudan-Buch erwähnt das nur in zwei Fußnoten, obwohl er Rüppel alles verdankt und sich von Rüppel beraten ließ, bevor er selber in die Reise aufmacht. Das ist ganz typisch. Rüppel wird immer verschrieben. Rüppel nutzte die Infrastruktur des Kolonialreiches von Muhammad Ali Pascha, nominell Vasall des Sultans in Istanbul, aber in Wirklichkeit seine eigene Politik machen, mal mit, mal gegen die Osmanen. Nach der Schlacht von Nezib 1839 ließ vermutlich Rüppel diese Ehrenmedaille in unserem Archiv prägen und sorgte auch dafür, dass dieser Erzhalunke zum korrespondierenden Mitglied ernannt wurde. Vermutlich aus pragmatischen Gründen, denn er wollte da ja wieder hin. In seinem Sudanbuch Nubienreisen äußert sich Rüppel äußerst kritisch über die Sklaverei und das grausame Regime, ganz anders als der Fürst Tückler, den ich schon erwähnte. Und falls der Kollege Jürgen Runge im Fachbereich Geowissenschaften und Geographie der Goethe-Universität in seinem Rüppel-Artikel recht hat, hat Rüppel sich trotzdem, was er in seinen Berichten nicht erwähnt, umfänglich der Sklaverei bedient, indem er auf den Sklavenmärkten Khartoum seine Träger für seine Reisen zusammenkaufte. Das ist sicherlich ein Aspekt, den es in einem Projekt über Kolonialismus und Provenienz näher zu erforschen gilt noch. Eben nicht schwarz, weiß, grau. Er gab mit der Sklaverei nicht offen an, wie wiederum Fürst Tückler, der zwei von seinen Erwerbungen mit nach Bad Muskau genommen hat. Aber das ist definitiv nun eine andere Geschichte. Rüppel können wir nicht verstehen ohne die Verwerfungen der Zeit und die Reisen. Er war nur vier Jahre, glaube ich, nach Unterwerfung der nubischen Königreiche durch, die bis dahin souverän gewesen war, durch Muhammad Ali Pascha dort und war ins den Kordofan vorgedrungen. Rüppel war ein Sprachgenie. Er lernte sechs nubische Sprachen und sprach auch einige arabische Dialekte akzentfrei und konnte als Araber untertauchen. Sonst hätte er das vermutlich nicht überlebt, denn er lehnte die Protektion durch Muhammad Ali Pascha ab einem gewissen Grade ab, anders als Fürst Pückler, der in Muhammad Ali Paschas Gefolge sanft und sicher gereist ist. Nach die Schlacht von Navarino, Lord Byron, die Souveränität Griechenlands, das alles von aber Kreta nach wie vor dem Reiche Ali Paschas verbleiben. Muss ich mehr erzählen? Es war eine äußerst turbulente Zeit. Und wie man das auch immer wertet, die Lebensleistung von Rüppel ist derjenigen Alexander von Humboldt mindestens ebenbürtig. Und insofern hast du, Frank, doch wieder recht. Alexander von Humboldt war der Eduard Rüppel Berlins. Unzählige Beschreibungen, Tiere, auch charismatische Arten wie etwa dem Gelader und dem äthiopischen Wolf, deren Typen bei uns nun liegen. Der äthiopische Wolf ist eine Leitart heute der Zoologischen Gesellschaft in Frankfurt am Main, ZGF, für ihre Artenschutzprogramme. Er war aber genauso, er war universal gebildet, kaum etwas entging seiner
Aufmerksamkeit als Sprachforscher, Archäologe unterwegs. Auf den Spuren hier ob Ludolfs, den ich eingangs erwähnte, verfasste er Lexika und Chroniken der abessinischen Landeskunde, altabessinische Kirchensprache und Amharisch-Sprache selbstverständlich auch. Der Mann muss ein aldetisches Gedächtnis gehabt haben, sonst ist das nicht zu erklären. Er war auch Numismatiker. Das Historische Museum Frankfurt in einer Dauerausstellung würdigt in eine all diese unterschiedliche Facetten. Und Wolfgang Clausewitz, der historienbesessene frühere Abteilungsleiter der Marinezoologie, bilanziert, dass er 30 Gattungen und 450 neue Arten beschrieben habe und umgekehrt wurden 80 Tier- und Pflanzenarten nach Rüppel benannt. Senckenberg verdankte im Jahre 1858, als Rüppel unter Streit Senckenberg verließ, um fortan fast ausschließlich Numismatik zu betreiben, verdankte die Hälfte aller Sammlungsobjekte Rüppel. Ohne Rüppel wäre Senckenberg ein gänzlich unbedeutendes Provinzmuseum geblieben. Das kann man, glaube ich, so apodiktisch sagen. Als größte Sponsorin, was die Geldbeträge angeht, wird in den Chroniken die Gräfin Bose genannt. Vielleicht kommt Rüppel ohne den das in irgendeiner Weise schmälern zu wollen, noch ein bisschen davor. Er gab 60.000 Gulden allein für die Afrika-Reisen aus. Und wiederum, Frank Berger hatte mal eine Tabelle veröffentlicht, 2019, Numismatiker, in dem er das nach heutiger Kaufkraft auf das Jahr 2018 in Euro bezogen bewertet hat. Wie viel konnte man sich dafür kaufen? 60.000 Gulden klingt winzig, aber es entspräche nach Kaufkraft des Jahres 2018 etwa 21 Millionen Euro. Und es ist etwa ein Drittel, allein für die Afrika-Reisen, und es ist etwa ein Drittel des ererbten Vermögens, das Rüppel vollständig für Frankfurt, nicht nur für Senckenberg, sondern auch für die städtische Bibliothek ausgegeben hat. Kommen wir, nun wird es an der Zeit, dass ich langsam mal ein bisschen auf die Tube drücke und Stichwort sinfonische Tänze ein bisschen beschleunige. Die Preußen kommen. Kolonialismus, Rüppel, der Wechsel von der Kolonialzeit zur Zeit des Hochimperialismus ging einher mit diesem ambivalenten Ereignis in Böhmen, wohin wir jetzt zurückkehren, diesmal korrekt, Nordböhmen, Königsgrätz. Wir blicken hier von einem kleinen Regionalmuseum, Kriegsmuseum der Stadt Krum, nach Norden auf die Stelle, wo es ein grässliches Massaker gegeben hatte, die Batterie der Toten, wie es später genannt wurde, wo die Preußen durchgebrochen sind, durch das Zentrum der österreichischen Linie. Königsgrätz war ein Erdbeben. Es war völlig zu Unrecht im Schatten stehen. Es war die größte Schlacht des gesamten 19. Jahrhunderts in Europa, nach Zahl der Beteiligten größer als die Völkerschlacht von Leipzig. Jeder hätte damals, fast jeder, außer die Preußen selbst vielleicht, sein Geld auf die Österreicher gesetzt. Es kam, wie wir wissen, in bestürzender Einseitigkeit ganz anders. Am Jahrestag der Schlacht von Gettysburg, 3. Juli.
Gettysburg mündete in der Gettysburg Address von Abraham Lincoln und damit in der Sklavenbefreiung. Das Ergebnis von Königsgrätz, dreimal so groß wie Gettysburg, ist mindestens dreimal so ambivalent. Dann hätten die Österreicher gewonnen, dann gäbe es vielleicht keinen Ersten Weltkrieg und in der Folge auch keinen Adolf Hitler. Was wäre, wenn im Zeitraum? Die Bifurkation ging eine andere Richtung. Und an diesem nicht allzu fernen Ort begegnen wir wieder Frankfurter Spuren. Ich war mit einem kundigen tschechischen Kollegen als Führer und meiner Frau konnte ich und einem amerikanischen Kollegen, der uns vorher durch Gettysburg geführt hatte, dieses Areal ablaufen. Und da fand ich einen Namen, den jeder Frankfurter, der sich für Kultur interessiert, kennt. Liebe ich. An der damaligen linken Flügel der österreichischen Aufstellung befanden sich die sächsischen Truppen, die ihre Heimat verloren hatten. Sachsen war bereits besetzt und hielten gegen die preußische Rheinarmee bis zuletzt die Stellung. Die Liebig, eine Familie von Textilfabrikanten in Reichenstadt, dem heutigen Liberec, spendete dieses Monument den gefallenen Kriegern. Und einer, der Sohn Johann von Liebigs, Heinrich von Liebigs, erbaute sich in Frankfurt am Mainufer seinen Altersruhesitz als Villa. Heute Villa Liebig, das Liebighaus, beherbergt auch einige Skulpturen, die Rüppel gesammelt hat. Nun war das Ergebnis zunächst kein Ergebnis der Kulturförderung, sondern des militärischen und ein furchtbares Ereignis für die Frankfurter. Der damalige Oberbürgermeister Fellner beging Selbstmord, nachdem die preußische Mainarmee unter dem Kommando von Göbens gedroht hatte, die Stadt dem Erdboden gleichzumachen, Rache nehmen für die antipreußische Propaganda, die die Frankfurter ohne reale politische, militärische Macht vorher betrieben hatten. Am 3. Oktober wurde die Stadt, die freie Stadt Frankfurt, dem preußischen Staat einverleiht. Eduard Rüppel verließ daraufhin die Stadt Frankfurt und ließ auf seinen Visitenkarten drucken, infolge der gesetzlosen Unterjochung Frankfurts freiwillig aus der Geburtsstadt ausgewandert und nun als freier Schweizer Bürger in Zürich wohnhaft. Immerhin, so nachtragend war er nicht bei allem Streit mit den Senckenbergern. Er schenkte sein Haus in der Umwelt des Almmuseums in der Stiftstraße der SNG, kehrte nach einem Jahr wieder zurück und entrichtete fortan seinen Mietzins an die SNG. Diese Vorgänge haben sich umfänglich im Archiv jetzt als Depositum im Institut für Stadtgeschichte erhalten. Was bedeutete das für Frankfurt? Frankfurt war nun eine vollkommen unbedeutende Provinzstadt, endgültig. Da war ja nichts mehr. Wir bräuchten eine Zielperspektive. Wohin in dieser abseitigen Stelle? Ein Trend, der vorher schon da gewesen war, eine Entwicklung, kristallisierte nun vollends auf. Die Investition in Kultur einerseits und Handel andererseits, was wiederum eine Investition in Kultur war, denn im Handel saßen die Mäzene. Das bahnte sich, wie gesagt, vorher schon an. Etwa
im Goethe-Denkmal 1844 von Ludwig Schwanthaler und vorher einem, das Eduard Rüppel mit Mylius finanziert hatte und das im Zweiten Weltkrieg tragischerweise vernichtet wurde. Man entdeckte zunehmend Goethe als Aushängeschild. Über Goethe als Initiator des Namens Naturmuseums oder als Initiator der SND allgemein finden sich im Archiv, wie schon Clausewitz anmerkte, bemerkenswert wenig Spuren. Goethe war eigentlich in dieser Zeit in Frankfurt verhasst, denn er hatte 1817 aus Geiz seine Bürgerschaft abgegeben, ein Sakrileg. Und das, weil die Stadt Frankfurt eine Art, heute würde man sagen, Zweitwohnsitzsteuer auch an Goethe in Weimar forderte, um die Kriegsschäden der Napoleon-Zeit bezahlen zu können und den Wiederaufbau. Kurzum, in Frankfurt sang man damals, der Herr Goethe ist uns lieb und teuer, drum zahlet er auch keine Steuer. Das änderte sich in den 40ern und mehr in den 50er und 60er Jahren. Goethe-Denkmal erwähnte ich. Dann in dem Kulturbereich Otto Folger, übrigens ein Senckenberger Paläontologe, Sektionsleiter Paläontologie, initiierte das Freie Deutsche Hochstift und das Goethehaus. Ein Jahr vorher kam es an der Bockenheimer Landstraße, damals noch 1858, zur Gründung der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, den Namen erwähnte ich schon, damals als Träger noch des Zoologischen Gartens, der wiederum mit Spendengeldern finanziert wurde, in ganz erheblichem Maße von jüdischen Bürgern, darunter der Familie Rothschild, die das Geld und auch die Mitglieder aus dem Senckenberg abzog, was Rüppel zu heftigen Ausfällen veranlasste. Er war damals Senckenberg-Direktor. Er legte sich mit der jüdischen Gemeinde an und wurde geschasst und gezwungen, sein Amt niederzulegen wegen Antisemitismusvorwürfen. Auch diese Sache ist ambivalent. Aber das würde mich zu viel Zeit kosten, Ihnen das jetzt in allen Einzelheiten zu erklären. Joachim, Zeit ist das richtige Stichwort. Sorry, dass ich mich kurz einschalte. Wir müssen so langsam ins 20. Jahrhundert kommen. Ich komme gleich ins 20. Jahrhundert. Danke dir. Mit der nächsten Folie bin ich im 20. Jahrhundert. 1858, 1857, 1865 tagte, und das ist im Zusammenhang, und damit verlassen wir das 19. Jahrhundert, die Versammlung deutscher Meister und Freunde der Erdkunde, der erste Frankfurter Geographentag, das Peter-Mann-Symposium, 1865. Und da wurde die Koordinierung der Länder deutscher Sprache vor der preußischen Besatzung noch der Forschung in Naturkunde auf drei Schwerpunktthemen, nämlich Arktis, Afrika und Meeresforschung, beschlossen. Die Zeit der Einzelkämpfer wie Eduard Rüppel war unwiderruflich zu Ende. Die Universität fehlt noch bei der Expansion und hier nur ganz kurz, jetzt wird es wirklich schnell, darf dieser Herr nicht fehlen. Rüppel, der bedeutendste Senckenberger des 19., hier der bedeutendste vielleicht des 20. Jahrhunderts. Arthur von Weinberg, Universitätsgründung kurz vor dem Ersten Weltkrieg, quasi eine Ausgründung aus dem Senckenberg, denn die Senckenberger Sektionäre hielten als Dozenten Vorträge im Senckenberg. Arthur von Weinberg stattete 1909, er war Industrieller, Kassellerwerke, die später in die IG Farben aufging, ein vermögender Mann nach Rothschild, der zweitreichste Mann Frankfurts und spendete sein Geld in diverse Kulturinstitutionen, nicht nur Städel, Universität, sondern vor allem in zunehmendem Maße
Senckenberg. Die Weinbergstiftung mit 300.000 Mark wäre nach heutigem Kaufwert 4 Millionen Euro wert. Erneut 300.000 Mark in die Universität und Senckenberg mit großzügigsten Stiftungen, während sein Onkel Leo Ganz nicht nur den physikalischen Verein ausstattete, sondern die Universität sage und schreibe 1 Million reingebuttert hat. Das ist nach heutigem Geldwert kaum aufzubringen. Damit bin ich fast am Ende. Es ging nun trotz Erstem Weltkrieg, trotz Nationalsozialismus, fächerte sich Senckenberg immer weiter in die Breite auf und verließ immer mehr den Raum des Naturmuseums und ging in die Gesellschaft. Das hatten wir, wie wir gesehen haben, schon von Anfang an stand das schon dahinter, etwas für die Gemeinschaft zu tun. Nun ging es auf institutioneller Ebene weiter. Fritz Drebermann etwa, Museumsdirektor, war Wegbereiter eigentlich des heutigen Kulturcampus mit dem neuen Frankfurt, einer Initiative, der er angehörte, mit dem Neubau Frankfurts. Dazu gehörte etwa das IG Farbenhaus zum Beispiel, neue Architektur, neue Heimat für die Kunst. Paul Hindemith machte mit, der Komponist, der übrigens von dem eingangs erwähnten Franz Schreker, als er noch Direktor war, in Berlin an die berufen wurde als Dozent im Alter von gerade mal 30 Jahren. Wir sehen Fritz Drebermann unten rechts mit zwei Persönlichkeiten, die ich nur kurz erwähnen kann. Tilly Edinger über ihm, TE, und Fritz Haas, zwei der jüdischen Untergrundkuratoren, wie man sie später nannte, im Dritten Reich. Tilly Edinger, weltberühmt in Fachkreisen und bisher die einzige Frau unter den Senckenberger Wissenschaftlern, der eine eigene Monographie gewidmet wurde. Andere wie Elisabeth Schulz und so weiter, Artikel, Ausstellungen. Tilly Edinger, ganz bedeutende Persönlichkeit, Anatomin, Neuroanatomin und Paläontologin. Der nächste Schritt noch weiter aus Frankfurt in die Realität der Bundesrepublik Deutschland, die Wilhelm Schäfer-Zeit. Wilhelm Schäfer nahm vorweg praktisch, was wir jetzt Fridays for Future haben. Mit der Ökoplage Schäfer, der gleichzeitig Kunsthistoriker und Paläontologe war und den Bau dieser Skulptur selbst beaufsichtigt und gestaltet hat, hier abgebildet mit den Präparatoren Heinz Leffler und Klaus Walch, die Udo Becker, der vor kurzem ein Buch über die Dioramen Senckenbergs, das ich Ihnen unbedingt empfehlen kann, veröffentlicht hat, identifiziert hat. Udo Becker als lebendes Gedächtnis, wandelndes Gedächtnis in diese Zeit der 70er Jahre und weiter zurück. Schäfer stand im laufenden Austausch mit Herr Bernhard Schimek, dem Zoodirektor. Und es wäre ein spannendes Forschungsprojekt, diese Ausstellung Ökoplage, Ökoplage Umwelt 2000 mal in Bezug auf Schäfer abzugleichen. Denn die Sprache über Bevölkerung, die Sprache der hier in Natur und Museum 1971 und die Sprache in Bernhard Schimek, kein Platz für wilde Tiere, ist ähnlich.
teils wortgleich. Und die beiden haben sich, wie unser Archiv verrät, permanent miteinander korrespondiert, ausgetauscht und ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Die Öko-Geißel, die Ausstellung, die es vor genau 50 Jahren hier gegeben hat, war enorm wirkmächtig. Auch das sollte näher untersucht werden. Es fiel in dem Substrat einer Zeit, wo das Umweltbundesamt 1974, damals unter Aufsicht von Hans-Dietrich Genscher gegründet wurde, und auch der BUND von Bernhard Schimmick, dem Journalisten Horst Stern, dem Politiker Gruhl, den wir hier sehen, und einigen anderen Persönlichkeiten. BUND kennt heute jede Atmosphärenverschmutzung. Klimawandel kannte man damals noch nicht so sehr. Alle anderen Aspekte, die uns heute plagen, schon. Ich bin fast am Ende. Und weil die Zeit einfach nicht reicht, entbitte ich zu entschuldigen, dass ich den Nationalsozialismus ausgelassen habe. Ich kann hier nur auf das ausgezeichnete Buch von Andrea Hansard, noch unter ihrem früheren Namen veröffentlicht, verweisen, was ein Beleg dessen ist, dass die Aufarbeitung unserer Geschichte nicht von uns Naturwissenschaftlern erfolgen kann. Andrea Hansard, das hatte etwa erkannt, was mit den Chroniken faul war. Das war mir schon aufgefallen und das braucht keine sonderliche Begabung. Man muss nur das, was in den Chroniken steht, mit dem Archiv abgleichen. Aber ich hätte den Falschen verurteilt. Andrea Hansard erkannte sofort, dass die Chronik, die Direktionsprotokolle des Jahres 1933 gefälscht sind. Und woran? Das Papier stammte aus dem Jahre 1949, der Nachkriegszeit, oder aus dieser Zeit, nicht aus dem Jahr 1933. Das heißt, die Protokolle waren nachträglich verfasst worden und auch gefälscht, und zwar von dem Direktor der damaligen Zeit, Rudolf Richter. Der Direktor, der ein überzeugter Nationalsozialist war und der Partei, was er umgeschrieben hat in den Protokollen, der Partei in einem entscheidenden Aspekt nicht gefolgt ist, in dem Antisemitismus. Andrea Hansard kam zu dem Schluss, dass nachteilige Behandlung der jüdischen Mitglieder bis zur Reichskristallnacht 1938, wo sie ausgeschlossen werden mussten, die Gleichschaltung zog, es nicht gegeben hat. Und das lag, und damit verlasse ich dieses finstere Kapitel vielleicht, an der Kraft der Geschichte, aber auch an einer vermutlich aufrichtigen Freundschaft zwischen Rudolf Richter und Arthur von Weinberg, dem jüdischstämmigen Ehrenpräsidenten der SNG, der im KZ umgekommen ist. Nach diesem Schock 1943 konnte Richter mit der Schande wahrscheinlich nicht leben. Sich dazu bekannt, alles, ich als Hausinterner darf ich nur, was unabhängige Gutachter hier schreiben, nur rezitieren. Vermutlich ist es so gewesen, genau werden wir es natürlich nie wissen. Ich bin in den Schlussworten, was fehlt? Der Beitrag der Frauen. Die Frauen kommen in den Chroniken eindeutig zu kurz. Wir haben ein reiches Bilderarchiv von Frauen, von weiblichen Forscherinnen und Mitarbeiterinnen, die etwas bedeutet haben, denn sonst hätte man diese teuren Porträtfotos nicht anfertigen lassen. Wer waren diese Frauen? Bei der Hälfte dieser Porträts können wir derzeit die Namen nicht mehr rausfinden, auch bei Schrifturkunden. Wer war? Wenn jemand von Ihnen das weiß, bitte schreiben Sie uns. Elli Buhmann, die im Alter von 20 Jahren zur Mitarbeiterin der entomologischen Sektion ernannt wurde. Eine hohe Auszeichnung. Nur, wer war sie? Hier müssen wir beigehen. Das war's. Ich komme zum Schluss.
und kehre zum Anfang zurück zur Hochfläche des Pratzen. Angeblich hat Napoleon gesagt, Murat, die Hochfläche des Pratzen starrt vor Batterien, geh hin und nehm sie. So sprach ein Kaiser zu seinen Marschällen. Aber eigentlich stammt es von de Gaulle, Napoleon nur zitiert. Und eigentlich stammt es auch nicht von de Gaulle, der das am 11. Dezember 1969 gesagt haben soll, sondern von seinem Chronisten André Malraux aus Eichen, die man fällt, der wiederum de Gaulle zitiert, wobei man nicht weiß, ob es von de Gaulle ist oder von Malraux. Und eigentlich stammt es auch nicht von Malraux, sondern von Carlo Schmidt, der dieses übersetzt hat. Was ist also wahr? Was ist wirklich passiert? Vielleicht ist es gar nicht wichtig, so wie es heute nicht mehr wichtig ist, dass Napoleon als Besiegter das Feld verließ, nicht in Austerlitz, aber in Waterloo. Der Nimbus bleibt, während, wie Malraux schreibt, Moritz von Sachsen, der alle Schlachten gewann, fast vergessen ist. Verlassen wir die Geschichte und wir sollten uns angesichts dieser tiefen Zeit in Demut und Schweigen. Nun also halte ich endlich die Klappe und hoffe, Ihnen ein bisschen die Welt der Toten nahegebracht zu haben, denn die Toten sind nicht fort. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind nur Illusionen, wenn auch hartnäckige. Ist nicht von mir, sondern von einem anderen Mitglied der jüdischen Gemeinde, einem der berühmtesten, nämlich Albert Einstein. Ich bedanke mich. Ganz, ganz herzlichen Dank, Joachim Scholz, für den wunderbaren Vortrag und die wirklich sehr vertiefende, grundlegende Einführung in unsere Geschichte am Beispiel verschiedenster Biografien. Ich würde Sie einfach gerne einladen wollen, die Zuhörerinnen und Zuhörer, sich auch gerne zu melden. Möglich ist es für diejenigen, die im Zoom dabei sind. Da es sicherlich noch ein bisschen dauert, bis die ersten Fragen kommen, habe ich natürlich schon mal überlegt, was könnte man fragen, wie könnte man sozusagen den Vortrag noch etwas weiter ziehen und auch mit Blick auf die Geschichte des Museums und auch die Zukunft des Museums deuten. Und da kommt mir natürlich immer wieder das Archiv auch in den Sinn, für das du jetzt jahrelang zuständig gewesen bist. Und ich wollte einfach die Gelegenheit nochmal ergreifen, dich zu fragen, was ist die Bedeutung des Archives für die Forschung, aber auch für das Museum bei Senckenberg? Also für das Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt in dem Fall. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht schon wieder eine Stunde rede. Das Museum, das Archiv stand zu lange im Schatten. Lass uns so ausdrücken, der Systemtheoretiker Erich Jansch schrieb in der Selbstorganisation immer wieder von einer Religio getrennt geschrieben, eine Rückbesinnung eines Systems, auch eines Kommunikationssystems wie der Senckenberg-Gemeinde. Natürlich steht nicht bei Erich Jansch meine Ergänzung. Also eine Religio eines Kommunikationssystems, die Rückbesinnung auf die Anfänge. Und das ist essentiell wichtig für den Erhalt und die Überlebensdauer eines solchen Systems. Kultureinrichtungen, die ihre schriftliche Tradition oder ihre oral tradierte Tradition in irgendeiner Weise am Leben erhalten, leben lange. Unternehmen etwa,
die das nicht tun, sind kurzlebig. Die meisten, die meisten Unternehmen werden so alt wie Säugetiere, so 3 bis 10 Jahre, älter nicht, ganz wenige 100 Jahre. Wenn wir etwa auf einen unserer Stifter verweisen und deren Nachfahre, das Bankhaus Metzler und Co., leistet sich eine hauptamtliche Archivarin und Historikerin im stellvertretenden Abteilungsleiterstatus und lebt schon 200 Jahre oder länger. Ohne die Historie werden wir nicht in der Zukunft weiter bestehen, sondern zur Behörde. Ich hätte hier eine Frage aus einem der Kanäle. Jemand, darf ich? Ja. Gerne, Julia. Jemand fragt, greift das Zitat auf, man investierte in Bildung. Das kam ja an 2 oder mehreren Punkten vor, wie ich mich erinnere, dass diese Investition als Ausweg gewählt wurde aus einer ansonsten nicht attraktiven Situation. Wird gefragt, war der Gründungsanlass ähnlicher Institutionen in anderen Städten in so vergleichbarer Situation ähnlich? Kann man dazu was sagen oder war Senckenberg hier einzigartig? Das, der, es war schon in gewisser Weise einzigartig, nicht in gewisser Weise, weil der Stifter Johann Christian Senckenberg sein Vermögen in diese Stiftung überführt hatte. Und damit war der Grund und Boden, auf dem Senckenberg gestanden hat, nicht und heute noch steht, gehörte nicht der Stadt, nicht dem Staat, sondern diesem Stiftung der satzungsgebundenen Zielen verbunden war. Und da war ganz wichtig das Wissen, die Sammlungen und auch das Wissen über diese Sammlung, die zugänglich zu erhalten und in die Allgemeinheit zu tragen. Und so in der Hinsicht ist dank des Weitblicks Senckenbergs und insofern ist die Namensgebung, glaube ich, vollkommen berechtigt nach ihm, war wichtig dafür. Und das aber, jetzt, um auf Ihre Frage zu kommen, das wirklich im Kontext beurteilen zu können, das müssen wiederum, sollten wiederum Kulturhistoriker machen. Ich glaube, da bin ich überfragt und die Gefahr, dass ich anderen Kultureinrichtungen vielleicht ein klein wenig Unrecht tue, ist zu groß. Ich kenne meine Grenzen. Ich schweige an dieser Stelle lieber. Es gab auch noch eine Frage, die könnte ich gleich noch ein bisschen weiter gefasste noch einbringen. Von dem, was nachwirkt, das war ja im Titel aus dieser ganzen vorgestellten Geschichte jetzt. Was wirkt heute noch am stärksten nach oder klingt noch am stärksten nach? Kann man da was nennen? Ja, dass die Senckenberger waren bis etwa das Jahr 1900, nagelt mich nicht auf das genaue Jahr fest, und der Berufung von Fritz Römer alle Ehrenamtliche. Und auch in der Zeit danach, etwa Tilly Edinger, bezog kein Gehalt für ihre Tätigkeit. Das ehrenamtliche Engagement und das, die Einbindung von Bürgerwissenschaftlern, das zeichnet Senckenberg aus. Und das wird gerade jetzt, wo gerade kleine Fächer und etwa die Kenntnis von Morphologie, von Arten, an den Universitäten zugrunde anderer Ziele zurücktritt, Morphologie von Tieren. Das wird heute wieder wichtig, die Einbindung interessierter Laien. Interessierter Laien ist keinesfalls abwerten. Einer der berühmtesten aller interessierten Laien ist nicht der berühmteste Zoologe aller Zeiten, Charles Darwin. Hatte nie eine richtige Ausbildung, außer einem Bachelor in Theologie. Solche Leute brauchen wir und solche Leute finden wir. Und da ist sicherlich Senckenberg ein Modell. Ja, das waren die Fragen, die ich bisher aus den Kanälen
bekommen habe. Gibt es weitere? Ich hätte noch eine Frage, Joachim, und zwar, du hast es vorhin sehr anschaulich dargestellt, 1907, die Trennung zwischen Forschungssammlung und Schausammlung. Mir scheint immer, dass dieser Begriff der Schausammlung schon so ein senckenbergischer Begriff ist. Und es ist letztlich ungewöhnlich. Vielleicht könntest du das nochmal kommentieren. Ich glaube, es ist ein bisschen erklärungsbedürftig auch. Was ist der Unterschied? Fritz Römer war viel zu früh gestorben. Und die Sammlungen standen unter dem Direktorat von Otto zur Strassen. Otto zur Strassen wollte die Sammlungen als Schaufenster der Forschung, das war Darwin, der Artenvielfalt haben. Und dann gab es einen Drewermann, der als Museumsassistent beinahe gefeuert worden war, wegen seiner Aufmüpfigkeit oder wie er von sich selber sagte, der großen Klappe. Und mit Hartnäckigkeit schaffte es Drewermann, diesen Aspekt der Schausammlung unter Berufung auf Römer, der das vorgehabt hatte, die Trennung von Forschungs- und Schausammlung durchzusetzen. Die Räumlichkeiten an der Viktoriaallee gaben es ja auch erstmal her. Er meinte, das ist ja nicht nur mit der Trennung von Schausammlung und Forschungssammlung getan, auch mit dem Personal. 1926 gründete Drewermann die Museumspädagogik. Und er war der Meinung, dass Naturwissenschaftler nicht unbedingt die Besten sind, dieses Wissen über diese Tiere und Gesteine und Pflanzen in die Öffentlichkeit zu geben, sondern dass es professioneller Pädagogen bedarf, dieses Wissen zu transferieren. Und dass damit mit der Trennung Forschungs- und Schausammlung auch eine personelle Aufteilung und Professionalisierung der, sagen wir mal, Erwachsenenbildung und natürlich auch der Führungen für Schulklassen verbunden war. Insofern haben wir das tatsächlich Drewermann, der zu sehr im Schatten Otto zur Strassens steht, zu verdanken. Und wo ja dann Wilhelm Schäfer nach dem Kriege wieder angeknüpft hat mit seiner Schule des Sehens. So, im Chat sind hier noch weitere Fragen in Zoom aufgetaucht. Es wird um mehr gebeten. Sind Vertiefungen denkbar zu A, Senckenberg in der NS-Zeit, B, Senckenberg nach dem Zweiten Weltkrieg und C, Senckenberg ab den 80ern? Da müssen wir die Reihe also noch aufstocken. Oder kannst du hier kurz angeben, wo man sich da vertieft einlesen oder einhören kann zu den Themen? Also das ist Senckenberg. Einmal in der Senckenberg in der NS-Zeit und nach dem Zweiten Weltkrieg und nach den 80ern. Senckenberg in der NS-Zeit erwähnte ich schon an Andrea Hansert. Wir sind das erste Leibniz-Naturkundemuseum, das die NS-Zeit in dieser Weise aufgearbeitet hat. Und ein Buch, das auch von der SGN mit einem Werkvertrag an Andrea Hansert auch finanziert wurde, aber eben als unabhängigen Sachverständigen. Moosbrugger sagte, egal was dabei rauskommt, es gibt keine Zensur, er kann alles einsehen, alles machen. Es gibt kein anderes Werk, was da in Frage kommt, denn die Chronik der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft von Waldemar Kramer sitzt einer Fälschung auf. Und das ist nicht zuverlässig. Was die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg angeht, ja, ich würde auf die Schriften von Schäfer verweisen wollen, die allerdings natürlich in den 70er Jahren enden. Und ansonsten gibt es viele Einzelartikel, denn Ayako Sakurai behandelt hauptsächlich das 19. Jahrhundert. Natürlich gibt es die Chronik von 1972, die Wolfgang Clausewitz initiiert hat und die in zwei Bänden vorliegt und die die Geschichte der Sektionen beschreibt und zusammenfassende Artikel und außerdem viele Aufsätze auch von Clausewitz zu diesem Thema.
aber nicht so sehr gebündelt. Eine Autobiografie, die Clausewitz schreiben wollte und die ein Bild der Zeit in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg wiedergegeben hätte, blieb leider Fragment. Ich würde ganz gerne noch was ergänzen, weil die Besonderheit bei Senckenberg ist ja auch, dass sehr früh über Publikationen versucht wurde, Naturforschung und Museum miteinander zu verbinden. Also diese Zeitschrift Natur und Museum, wie sie ursprünglich mal hieß, heute heißt sie, glaube ich, Naturforschung Museum. Wer Lust hat, sich in die Bibliothek zu vertiefen, dem seien einfach auch mal die alten Bände von Natur und Museum ans Herz gelegt, denn da gibt es doch gerade in den 80ern sehr interessante Artikel, die sowohl Forschungsfragen als auch Museumsfragen miteinander verbinden. Das nur als kleine Anregung. Blick in die Geschichte. Ja, ich habe ansonsten jetzt hier keine Fragen mehr bekommen. Insofern. Ich glaube, wir sind glücklich. Und es sind noch viele Fragen offen, was ja immer das Beste ist nach so einem Vortrag, dass nämlich dann der Wunsch nach dem nächsten Vortrag kommt, was ja auch bei den letzten Fragen schon angedeutet war. Insofern möchte ich gerne verweisen auf den nächsten Vortrag, den wir am 15. Dezember hören werden. Was kommt von draußen rein und wie? Die Objekte aus der Entwicklungsgeschichte des Menschen im Museum. Und ich freue mich sehr, dass Dr. Sibylle Wolf dann bei uns sein wird, aus Tübingen vom Senckenberg Center for Human Evolution and Paleo Environment. Frau Wolf ist unter anderem befasst, und das sehen Sie hier auch schon in der Ankündigung, mit den frühesten Kunstwerken der Menschheit, etwa 40.000 Jahre alte kleine Skulpturen, die in Tübingen gesammelt worden sind, ausgegraben wurden auf der Schwäbischen Alb. Und Sibylle Wolf wird uns beschreiben und erläutern, wie diese Objekte ins Museum gekommen sind und vor allen Dingen, wie sie heute dort ausgestellt werden. Ganz herzlichen Dank nochmal an Joachim Scholz und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleiben Sie uns gewogen, schalten Sie nächstes Mal am 15. Dezember wieder ein, und ich freue mich drauf. Bis dahin, einen schönen Abend.